Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Kitte. Ja. Ja. Auf zum Amboss. Ja. Aber. Gut. Ich hatte gerade einen Husten-Niesanfall. Also die Tür ist noch zu. Na los, könnt ihr nicht? Die wollen nicht. Die wollen nicht, das geht nicht. Das ist ein langer Korridor. Ja, das ist ein langer Korridor. Ah ja, aber ich mein's. Zum Tempel des... Da wollten wir ja doch die ganze Zeit hin. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Ja, viel haben wir ja noch. Ja, so schrecklich viel haben wir noch nicht. Na gut, dann gehen wir mal hier runter. Immer an der Wand entlang, würde ich sagen. Yep. Könnt ihr mir vielleicht einmal die Karte gerade lassen? Naja, ich kann sie auch schön schief machen, aber macht nichts. So, und wo sind hier die Fallen? Aha. Die haben man muss hier nur hartnäckig sein, stimmt's? Tja. Vielleicht sollten wir uns das merken. Vielleicht war das ein Hinweis, dass uns die Figuren ihr Hinterteil zeigen sollen. Da sehen wir den Stöpsel von vorher wieder. Da oben. Schön. Danke. Die ist ja echt gut drauf. Das freut unser mich. Elfchen ist ja musikalisch. Ja, das sowieso. Wer hätte das gedacht? Wer bist du? Niemand. Und wann kommt die Falle, wo wir von Giftpfeilen durchlöchert und durchsiebt werden? Aha. Mhm. Ah ja. Ach. Da haben wir diverse von diesen Gesellen. Dann probieren wir mal, ob meine Theorie stimmt. Aha. Ja. Na also, ich hab's ja gewusst, es gibt keine Unfälle. Nein? Also an deiner Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, da wäre ich mir auch nicht so sicher. Toll. Naja, schon mal. Ja, ich weiß nicht. Sollen die so stehen oder sollen die nebeneinander stehen? Oder hintereinander? Die sollen uns beide ihr Hinterteil zeigen. Aha. Ja, das hat er doch gerade eben gezeigt, oder? So. Ja. Ja. Naja, weil sie sich ja gegenseitig beeinflussen. Aber mir ist aufgefallen, dass der diesen nur bei der letzten
Viertelumdrehung mitnimmt. Aha. Die Dreiviertelumdrehungen, mhm, also 1, 2, 3, bleibt, mhm, der stehen. Und bei der vierten Umdrehung dreht er den mit. Also muss man den davor stellen. Aha. Dann klappt das. Also muss man aufmerksam sein. Ja. Na. Aha, und hier stehen ja wieder. Ja, hier drehe ich mir mal. Na los. Die sind heute aber unwillig. Ja. Ich sehe gar nicht, wie der steht. Ach, hier drehen sich alle mit. Da drehen sich nur die Rechten mit. Und wo sollen die hingucken? In welche Richtung? Uns immer ihr Hinterteil zeigen, denke ich. Aha, also was die ersten beiden schon gemacht haben. Oder schon. Ja. Ja, dann ist ja okay jetzt. Ja, ja. Gut. Hm. Hey, das war die Lösung. Seltsam. So. Das muss eine Falle sein. Ja, das könnte gut sein. Oder? Tja. Aber wir sind ja immer vorsichtig. Auf jeden Fall hat es bis jetzt immer so geklappt. Zack. Aha. Wer hat hier die Tür aufgemacht? Mhm. Erst gucken wir. Ah. Himmel, ja. Eine niederträchtige Falle. Und ja, ich wollte gerade sagen, pass auf, das ist garantiert eine Falle. Nun ja. Ach so. Na, die sind ja auf der anderen Seite. Ja, hier geht's mit Hebel. Hm. Ja. Oh, die Arme, die hat sich verlaufen. Ja. Jetzt kommt ja nochmal das Feuer, oh je. Mist. So. Kann man den hier einzeln drehen? Das wäre zu probieren. Schön. Nein. Natürlich nicht. Wie wenn es denn hier. Jetzt kommt er wieder zurück. Was macht ihr denn eigentlich? Wirklich. Helf mir. Wie kriege ich den mit dem Rücken? Ja. Okay, ich drehe den. Die drehen sich synchron. So, es wendet, ja. So, der eine hat uns jetzt den Rücken zugedreht. Okay, die beiden drehen sich synchron. Ja. Und der. Haha. Der dreht den auch synchron. Ja, wie sollen denn die überhaupt gucken? Wohin sollen die schauen? Nach oben? Mit ihrem Hinterteil zu uns. Ah, okay, gut. Ist okay, wohl weiter. Immer das gleiche Rezept. Ich hätte die Stufen zählen sollen. Ja, jetzt mach mal. Welche Stufen eigentlich? Es gibt ja viele Stufen. Der nimmt den mit. Der nimmt den mit. Ja. Ja. Ist doch ganz einfach. Chrom hasst Rätsel, außer das Rätsel von Stahl. Na gut, was ist denn das Rätsel von Stahl? Keine Ahnung. Chrom braucht keine Karte. Ja, gut. Ja, ich bin doch nicht Chrom. So, ich wollte hier. Ein äußerst gefährlicher Ort. Ich guck nach Westen. So, da unten hinüber, da können wir jetzt hier weitergehen. Geht da eine Tür auf? Nee, ne? Unten weiter. Hier unten ist schon eine offen. Ach so, hier geht's gar nicht weiter. Weiter mit dem lustigen Herumdrehen. Aha. Aber wir haben ja da auch so einen komischen Dings. Aha. Wo bist du jetzt hin? Könnte schon sein, dass es unten weitergeht. Oder die Tür geht hier irgendwo auf. Oder wie? Riecht man die auch?
oder? Ich blick's nicht mehr. Warum? Warum hast du da unten eigentlich aufgehört? Weil du nicht weiterkommst, ne? Oder wie? Da ganz unten? Da ging's doch nicht mehr weiter. Aha. Hallo, wer bist du? Halt, ist das jemand da unten? Da war jemand, ne? Da war jemand, aber ich kann im Moment nichts tun. Ja, wolltet auch in keine Bewegung, Eindringlinge von der Obenseite. Obenseite? Der schon wieder. Das hatten wir doch schon, gerade bevor wir uns mit all den Spinnen rumschlagen mussten. Ah, tut mir leid. Bis hierher schaffen es nur die wenigsten Eindringlinge. Ich meine, diese fiesen Wimmelviecher. Aha. Also, hast du noch was hinzuzufügen? Moment mal, ich sehe mal kurz ein Skript. Was für ein mieser Amateur. Ach, komm, das ist nicht sehr professionell. Hier, mächtige Kräfte beschützen die Schätze der Chaoszwerge. Myriaden von Augen halten Wacht. Und die Wächter bleiben stets auf der Hut. Klingt wie ein Rätsel, das als Warnung formuliert wurde. Oder eine Warnung, die als Rätsel formuliert wurde. Und was soll das überhaupt heißen? Bei den Details kenne ich mich nicht so gut aus. Ich wurde ja nur verflucht, den Hüter zu geben. Ein Mitspracherecht habe ich da nicht. Was für ein Schwachkopf. Ja, er ist irgendwie albern. Hey, wie kannst du es wagen, den Geist eines Wächters der Runen zu beleidigen, du Pissnelkengraserin? Aber du hast doch gerade gesagt... Das ist was anderes. Bei uns ist das eine kulturelle Geschichte. Na gut, wenn er meint... Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. So. Ja, aber hier, wo wir jetzt gerade sind, geht's da unten eigentlich irgendwie weiter? Ja, hier müsste eigentlich weiter. Wir können ja wenigstens mal gucken. Ja, klar. Wo es da hingeht, wenn wir schon mal hier sind. Halt. Da stimmt was mit der Karte nicht. Nö, warum nicht? Wenn wir hier nach Norden laufen, dann sollten wir hier vielleicht auch nach Norden laufen. Nein. Sonst wird das Ganze ein bisschen sehr komisch. Na, wir haben es ja angeguckt und jetzt wissen wir es. Jetzt kommen wir weiter. Und jetzt nach rechts. Ja. Was ist das hier? Macht der irgendwas oder ist nur eine Statue? Ist nur eine Statue. Nix. Ja. Die nächste Falle wartet schon auf uns. Fürchte ich. Aha, guck mal, da oben ist eine Truhe. Juche. Ja. Können wir ja darum, ja. Aha. Zwerge ritzen Karten auf Granit. Schwerer, aber auch stabiler. Ja. Aha, ja, dann kommen wir wieder dahin, da waren wir ja schon. Ja, und dann können wir aber gleich... Dann können wir nach Norden und hier geht's auch rüber. So ist es, genau. Erst nur mal reingucken hier. Wo hier reingucken? Ach, da, da rein. Da ist ja eins. Aber... Aktivieren. Waren wir da nicht schon mal? Nein. Sieht für mich immer alles so gleich aus. Das Feuer ist angewärmt. Ja, ja. Ja. Aha. Gut, aber wir können erstmal nach oben gehen. Aber erst gucken wir uns hier an. Ja. Oho. Oho. Naja, hier geht's ja dann noch weiter. Ja. Na gut, aber das war's aber dann wohl. Aber hier nicht mehr. Und hier müssen wir auch noch hin. Uff, halt, stopp. Ich kann nicht stoppen. Kampf. Man zwingt uns mal wieder in den Kampf. Na gut. Was haben wir denn da für komische Tiere? Ich sehe so aber Gemüse niemand. Oder so. Hä? Naja, was da ist und als ankämpfen, bekämpfen will. Bis jetzt sehe ich angreifen nichts. Angreifen will. Also, unten sind die, glaube ich, unter uns. Da sind sie. Ah, Spinnis. Albino. Na gut, aber vorher müssen wir uns ein bisschen reparieren.
So, oh, hat sie aber gut erwischt. Also die Falle, die war richtig potent. Hat alle erwischt, ja. Ja, die hat richtig gefetzt. Dieser Trank sah seltsam aus. Oh. Dann brauchen wir noch 30. Wo ist er? Was suchst du denn noch? Den kleinen Heiltrank. Ich glaube, der kleine Heiltrank war gleich über dem Großen oder so. Oder in der Nähe des Großen war er auf jeden Fall. Heiltrank mit großer Wirkung, das ist der normale Heiltrank hier. Na, der mit großer Wirkung, den haben wir das jetzt, ist der 90er. Ja, genau. Den hast du jetzt nicht genommen. Ich sehe jetzt nur den. Nein, ich habe den genommen und der hat 55. Hm. Aber ich dachte, wir hätten noch welche mit 35. Also ich kann ich nicht gucken. Geht es hier nach Alphabet? Ja, habe ich nach Alphabet. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben keinen großen. Es sei denn, der heißt großer Heiltrank und steht dann unter G. Ja. Okay, na gut, dann müssen wir den 55er nehmen nochmal. Gut. Der nächste bitte. Es fehlt. Oh, fehlen auch über 100. Tja, der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Ja, ist schon gut. Und trotzdem trinken. Ist eigentlich Verschwendung, aber macht nichts. Ich möchte sie lieber vollständig und ganz haben. Warum wollen die Leute haben mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Ich hoffe, dass du Geld Ahnung hast oder so. Wer weiß. Siehst aus wie so ein Glücksbringer. 90 auf 70. Na, dann können wir gleich den Großen nehmen. Oh, Tränke schmecken fies. Ja. Tja. Lecker, lecker, lecker. Siehst du, er ist ganz anders. Oh. 400. Lecker, lecker. Mann, der hat ja richtig reingehört. Tja, die sind gemein. Ich sag, was ist ja, da drin? Hinterlässig. Ah, das ist mein Beutel. Ah, ja. Ja. 90 bis 83. Ich hatte Durst. Gut. Bei ihm sieht's auch nicht besser aus. Ich hätte lieber eine Gallone leckeres Bier. Oh ja, vorsichtig mit meinen Büchern. Gibt's aber nicht. So, 40 bis 200. Also, wie gehabt. Erinnert mich an den Tränkeunterricht und diesen schrecklichen Lehrer mit den fettigen Haaren. Na, so einer. Klingt nicht gut. 20, 90. Ja. Naja, ist aber ihr... 70, kannst du den normalen Heiltrank nehmen, oder? Da komme ich ja nur auf 275. Nee, 90. Ja, eben. Ja. Ja. 190? Ja, ist der große. Und 55 reicht nicht. Out. Na, jedenfalls wurde dieser Trank ganz sicher nicht bei Mulfido gebraut. Wer immer das was ist. Ein Friseur, hier? Ne? Nun ja. Sie hat den großen, ja. Die haben alle den großen, ja. So ein Mist. So. Jo, na gut. Dann mal gucken, wo stehen sie alle? Guck mal, hier sind welche. Eine kleine Armee. Da sind welche. Ja, wir sind umringt. Da sind auch welche. Ja, 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 ja. Aber da oben sind wohl keine. Gut. Also... Du gehst dahin. Tja, da weiß man gar nicht, wie man sie ausrichten soll. Ne? Ja, die das sind ist richtig, alle aber rundum. Ich meine, da unten sind die kleineren. Nee, nicht die kleineren, aber auf jeden Fall sind die unten. Du kannst dich hier in die Ecke stellen. Nicht so weit weg von uns. Ja. Tja. Besser? Ja. Kann ich das wohl nicht.
Das geht nicht. Das ist der Barbar. Da muss nämlich der Zwerg hin. Denn das habe ich inzwischen gelernt. Der Zwerg muss unmittelbar und nicht in der Nähe stehen. Mhm. So, jetzt. Los geht's. Ich werde dich auslöschen. So. So, wer hat das gesagt? Irgendeiner von den komischen Tieren, ne? Ja, kann sein, dass da ein Spinnendompteur dabei ist. Naja, macht nicht viel Schaden, aber ein bisschen ist es auch. Ja. Er will ja die Buffs schließlich auch mitkriegen. So. Der nächste bitte. Zusammenbleiben! Und jetzt kommen erstmal vier Spinnchen. Ach so, ja, fertig. Haha, fang mich doch! Das hören wir gern. Das hören wir nicht gern. Nein. Und das war ein ordentlicher Schaden. Ja, die kommen jetzt von allen. Ja, ja. Na, ihr? Ja, ja. Nun gut. So. Der Dieb ist dran. Ja. Naja. Der hilft nichts. Das Blendpulver dürfte auch nicht viel helfen. Hm. Kann er schießen oder irgendwas? Hier sind drei Spinnen. Das ist nicht gut. Nein? Ja, da ist die Zielsicherheit von, wer ist das, von der Magierin kaputt. Das Aha. wollen wir ihr ja nicht antun. Tja, ich weiß nicht, wo denn, was er dann machen kann. Wenn er wahrscheinlich sonst auch, wenn er jetzt die, okay, die eine da angreifen will. Okay, der macht 32 und der macht 47 bis 67, na, ist doch besser. Oh ja. Nächster bitte. Was ist denn mit dir los? Dann schieß mal auf diese, die vor dir ist oder so. Der Barbar ist vergiftet, wie man so sieht. Aber das ändert nichts dran, dass er uns buffen kann. Gut. Ob er bufft die Spinne. Und wenn ich 5 oder 6 deiner Beine abschneiden würde? Ach, weißt du, immer diese leeren Versprechen. Ah, sieht nicht so aus. Geht wohl nur auf uns, das ist gut. Geh mir aus dem Weg. Ja, da ist. Ach, das ist der Spinnendompteur. Ja. Hey, du bist ein ziemlich unfreundlicher Knecht, weißt du das? Ich würde sagen, wir sind auch ziemlich unfreundlich. Echt? Ja. Oh ja. Aber jetzt ist hier so eine Spinne vor ihm. Die soll er vielleicht erstmal fertig machen. Ja, da kann er mal ein bisschen draufklopfen. Ach, Mann. Warum mache ich immer, was du sagst? Ja, gut, er hat ihn auf jeden Fall die Spinne gut getroffen. Aber er muss sich eine Blechbüchse machen. Ja, dann mach doch eine Blech. Ich geh doch jetzt nicht mehr, nachdem er draufgehauen hat. Na gut. So, kleine Hunde. Ja, 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 ja. So. Wo ist denn die Magierin? Ach, die ist da vorne. Was denn? Geht nicht so weit. Nein, die Magierin ist doch da hinten, oder? Da, wo die anderen Spinnen sind, ist sie nicht da? Ja. Ja, da ist sie mittendrin. Lass sie mal lieber da, wo sie jetzt vor den Spinnen steht und da arbeiten. Oder? Weil die anderen sind doch relativ weit weg, die anderen Spinnen. Aber hier vor denen steht sie ja. Das ist doch Feuervögel! War doch viel besser. War doch gut. Als da hinten hinzuschießen irgendwo. Naja, eingefrorene Ziele sind mir immer die liebsten Ziele. Ja, die finde ich auch viel besser. Könnte ich so wenig wehren. So.
Tala! Oh, schön. Eine weniger. Und die hier sieht auch nicht mehr so ganz gesund aus. So. Ja, das tut durchaus, das tut weh. Schweinebacke! Natürlich, die können sich schon wehren. Und sie haben Magie erstanden. Oh, die Kleine. Tja. So, wer ist dran? Die Kleine, ja, die ist dran. Das Elfchen ist dran. Elfchen, du musst was machen. Ja, die kann leider nur auf einen und das reicht nicht weit genug. So, Bring doch ein paar, schieß doch auf eine von denen. Die eine hat noch 19 Punkte, die andere 16. Oh, ich hasse Spinnen. Ja. Ja, natürlich. Wir hassen auch Spinnen. Naja, eigentlich nicht. Aber diese Spinne. Naja, viel Schaden macht sie ja nicht. Na, ist doch egal. Hauptsache, sie kriegt sie weg. Mit 19 Punkten müsst ihr doch schaffen, oder? Ja, wollen wir es hoffen. Ja, das hätte doch gut hingekriegt. Hat sie. Ja, sie ist keine Schwertzin, eine Bogenschützin. Mit dem Schwert hat sie es ja nicht so. Ja, das tut weh, stimmt's. So, jetzt aber. So. Und wir sollen ja den Zwerg da reinschmeißen. Ja. So. Und? Dann sollte er ihm aber auch helfen. Ja, ja. Ja. Die sind alle giftig. Nicht in Ordnung. Ja, nicht alle. Also doch alle. Ja, doch. Egal, wir können aber schießen. Die ganze Reihe hier ist festgenagelt. Dann kann er ja da oben mithelfen. Ich hasse Spinnen. Wir haben hier unten nur noch eine. Ja, ja. Kritischer Fehler. Ja, macht ruhig weiter so. Kritische Fehler haben wir am liebsten. Ja, die kennen wir auch gut. Und dann rein gibt es die auch. Machen. Ja, 128 müsste okay sein. Ja. Oh. Ja. Kriegst du garantiert jetzt wieder ab von der Spinne, oder? Ach nee, Baba ist ja dran, dann. Der müsste ja eigentlich wegputzen. Ja, gut gemacht. Jawohl. So ist das fein. Ist nix. Hier ist nichts. Also Feinde sind da drüben. Nee, die kamen hier. Von hier. Nee, ich wollte nur sehen, ob hier noch was übrig ist. Ich wusste ja, dass hier vorne noch was war. Aber wenn hier nichts mehr ist, dann können wir hier weitermachen. Weitermachen. Genau. Hab dich! Das hat gar nicht wehgetan. Nein. Diese Schweinebacke. Egal. Der Zwerg. Er soll sich auf diesen schlimmen Herrn der Spinnen konzentrieren. Ja. Barukazat! Ja, bim, bam, bam. Gut gemacht. Haben das wir noch war eine Spinne. Schön gemacht. Hallo, ich hoffe, die zittert schon. So, die Magierin. Ah. Das ist nur mehr die eine. Sieht ja fast so der aus. Der einzige Gegner, den ich jetzt noch sehen kann, das ist diese Spinne. Geht nicht. Und sie ist noch festgenagelt.
Mal sehen, ob irgendwas zu weit geht. Nein. Sieh an, ein brennender Staubwedel. Das geht alles nicht so weit. Nein, das geht nicht, weil sonst da kommt die sind rein. Die beiden auch mit drin. Sollen wir ja nicht. Na, da muss sie Pause machen. Ja, oder sie geht einen Schritt ran, und so, dass sie vielleicht das nächste Mal schießen kann. Ist nee, nee, sie kann... Der kann ein bisschen aufpäppeln, gut. Gebrauchen. Und der ist innerhalb der Reichweite. Ja. Schön. Kannst hinlaufen. So, die Priesterin. Tja, die kann eigentlich nur schießen. Und auch nur auf diesen. Solltest du vielleicht verbinden? Du bist ja eine Schlimme, bist du ja. Warum? Die hat sich noch gewehrt. Die Rache der Spinne, ja? Ja, aber... Ja, das Elflein ist, dran. Auch... Elflein ist dran. Kann sie denn... nicht schießen, kann sie jetzt... Kann sie schießen? Ja, sie kann. Na, reicht. Tut's. Oh, schön. Tada. Nett. Die Stufe des Rangers ist gestiegen. Aha. Oh. Keine Beute. Keine Beute. Das ist gemein. Und ist denn die Beute ausgegangen? Tja, die hatten nichts dabei. Die müssen noch mal wiederkommen. Ja. Okay. So, ich nehme an, wir sind dem Amboss ein Stück näher gekommen. Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal Schluss, ne? Genau. So weit sind wir ja gekommen. Okay. Jo. Sogar ausnahmsweise in der Zeit einigermaßen. Genau. Gut, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.